wunderschöne guten Tag. Wir sind heute auf dem Weg in den Yala Nationalpark. Gestern waren wir auf unserer Schildkröten-Exkursion mitten in der Nacht. Und ja, heute sind wir mit unserem Driver hier unterwegs. Ihr glaubt es kaum. Wir gucken gerade unser eigenes YouTube-Video hier im Auto. Wie cool ist das denn? Der Falke wollte ein Foto mit uns. Mal gucken, wer heute noch ein Foto mit uns haben will. Dein kleiner Leopard. Wir sind von Tangalli jetzt ungefähr 1,5 Stunden gefahren. Jetzt steigen wir um von unserem roten Ferrari in unsere Jeep-Autos. Hello, how are you doing? Okay, let's go. Let's go. What's the matter, why? Luxus. Ich sitze ganz hinten, hab hier einen hohen Ausblick aufs Umland. Katrin sitzt in der Mitte, Leon auch. Wir sind noch nicht mal im Park und einen Nachbarn haben wir schon gefunden. So, wir sind gerade durch den Eingang durch, 3 Minuten, und dann sind wir schon direkt an einem Wasserloch, wo der erste Elefant steht. Tschüss Elefant! Guck mal, da bin ich. Ich bin am Entspannen. Guck mal! Guck mal, ein Leopard! Mein dich! Eine Watschelente! Oh, Katschkiwatschki! Die einzige wahre! Ganz seltenes Exemplar. Ja. Immer aggressiv. Vorsicht, bis ich. Futterneid ist da. Ja, Futterneid. Gerade 1 Minute zu spät gekommen. Die anderen hier vorne haben noch den Leoparden gesehen. Wir leider nicht mehr. War hier am Wasserloch. Ja, war am Wasserloch, hat was getrunken. So, one cheeseburger, two fries, and a milkshake, please. Und jetzt guckt ihr mal, was hier los ist. Ein Auto, zwei Auto, drittes Auto, viertes Auto. 9 Autos innerhalb von 2 Minuten. Wegen 2 Leoparden. Ui. Das habe ich gesehen. Ja, ich auch. Der Mann ist mit Schoko. Ja, warum kauft man sich Schokokeks hier? Ich hoffe, dass wir auf Safari fahren. Ich habe morgens die welche Bohnen in den Bus geholt, damit wir morgen die knabbern können. Oder ich eher gesagt. Ich teile ja gerne, aber nicht alles. Also die Jeep Safari in der Wüste, die war auch so ähnlich, ne? Ja, auch so geschaukelt. Würde der Russe wieder mitfahren, der würde sich glaube ich auch wieder übergeben. Muss ich auch raus, einen Russen. Ja, unbekannterweise. Kommt nochmal ein kleiner Wappa. Wappa! Ich guck mal nach links. Da kommt von der Sonne. Ich fand das. Echt? Ich ziehen das iPhone ab. Aha. Ich hab keins. Geht's dir gut da hinten auf der Rückbank? Den ganzen Tag sind wir mit uns selber beschäftigt immer, ne? Noch Wurscheln. Creme hier auf dem Mückenstich. Ja. Da hat der Ziegner gewesen. Das einstoßen, Schuhe aufgeratscht. Verbrannt die Haut, Sonnencreme, Mückenschutz. Ja. Also kein Klopapier auf Klo. Improvisieren. Hunger. Das nennt ihr Urlaub, weißt du? Safari ist das nämlich. Kein Urlaub. Ja, Safari ist es mit euch sowieso immer. Egal, ob ihr nur am Strand chillt oder auf Klo sitzt. Experience. Also, ihr rutscht auch mal von links nach rechts hier. Ihr hört ihr, wo gerade was los ist. Every animal is. Fighting for ourselves or something carriage or food stations or no, ne? No. Real
Wildnis. Yeah. Real nature. Real nature. Ciao. So, ein paar Tierchen haben wir jetzt gesehen und machen jetzt eine kleine Pause, a little break, und zwar hier am Strand. Die Jungs, die können sich wieder nicht zusammensammeln. Die Jungs ist schlimmer als mit Frauen. Also das nächste Mal nehme ich meine Mädels mit, ist ein bisschen entspannt. Grüße gehen raus. So, Fazit bis jetzt. Elefanten haben wir gesehen. Leoparden, aber der war ein bisschen versteckt, da sind wir ein paar Sekunden zu spät gekommen. Katschka Zwatschka. Katschka Zwatschka, hier ist eine. Hi. Hi. Driver. The Drive and Guide. The best driver. In Sri Lanka. In Sri Lanka. Nice. Kleiner Boxenstopp hier. Mitten am Meer im Nationalpark. Pipi-Pause. Der hat schon die ganze Zeit zwischendurch so, oh, kann ich irgendwo auf Klo gehen? Nee, was heißt auf Klo? Einfach pinkeln einfach. Ja, dann hätten wir dich irgendwo rausgelassen und dann hätte dich ein Leopard gefressen, Bär angegriffen, wärst auf Elefanten in den Sonnenuntergang gereist. Nee, sieht aus wie ein Russe. Deine Tasche da und deine Hemdchen. Gar nicht. Ich glaub's nicht. Das ist einfach mal ein Hase. Als ob ich nicht schon genug hier mit dem Auto hätte. Das ist auch eine. Zwei Hase. Drei Hase. Eine halbe Hase. Ich habe noch schon lange Ohren. Augentaucher bist du. Ich hab schon eine lange Nase. Zieht das auch? Aber der kann so gut nach Pellen tauchen. Auf meiner Seite ist immer das scheiß Gebüsch, das immer hier reindonkt. Ich krieg irgendwas noch ins Gesicht. Ich sag's euch. Da. Ich weiß nicht, drauf hin. Kriegst du es ja nicht mit, Asi. Instagram-Buch. Ja. Instagram-Buch und Kinder am Start. Schön Live-Radar hier. Wir tuckern jetzt hier ganz gemütlich durch die Safari und wir haben noch nicht mal eine Unterkunft für morgen. Das heißt, wir wissen auch nicht mal, wo es genau morgen hingeht und wie wir da hinkommen. Aber lass erstmal ein paar Elefanten gucken. Ich glaube, das ist noch fahren, würde ich sagen. Aber so ist es halt, ne? Diese Reise ist halt spontan, von heute auf morgen, mal woanders. Und Leo wollte nächstes Jahr, erzähl mal. Fahr in Skiurlaub und dann auf die Malediven. Das schreiben wir gleich in dein Tinder-Profil. Also. Ja. Leute, wollt ihr mit diesem jungen Kerl auf die Malediven und in den Skiurlaub? Ja, aber jeder bezahlt selber, ne? Okay, alles klar, kein Mensch. Mit dem Rob da hinten. Nice view. Heftig. Oh, jetzt gibt mir richtig Gas hier. Haltet euch fest, ey. Oh, es geht richtig ab. Lichthupe. Weg da! Aus der Weg direkt bei Tina ist das auch nicht. Was macht die denn hier? Abgezogen! Ich hab Sand im Auge. Was macht er denn da? Kann ich mal halten, die Wurst. Er hat auf die Uhr gucken, dass auch scheiße Bockwasser treibt. Ja. Geht dein Essen im Lauf gleich? Ja. Ist gleich schnell nach Hause? Scheiße, Bachelor ist wahrscheinlich fangen. Alter, muss ich jetzt festhalten hier? Weißt du, gleich den Nackenschutz haben hier. Auf Wiedersehen. Verabschiedet sich schon. Wer? Ah. Man sieht den leider nicht so gut. Man sieht ein bisschen rascheln. Aber ich habe so viel Sand im Gesicht und in der Nase. Heiße Spur. Ja, das sind die Fernlesungen.
18 Uhr, Leute, heiße Spur. 18 Uhr. Heißen Reifen ist er gerade gefahren. Wisst ihr, was ich hab? Bärenhunger! Oh. Sag mal hier, wer ist das, Sergej? Ahmed? So was? Tell him thank you. So, Patrick, go in. Yeah. Was? Yeah, little late. Yeah. Yeah, I go in. I tell him how to come out. Bärchi. Glücksbärchi. Ja gut. Ja gut. Da war halt die Akte zerstört. Ein Ticken zu spät. Macht mir auch Spaß, wenn man heißen Reifen fährt. Ja, ja, klar. Blöd, ne? Ey, wie er gefahren ist, ne? wie eine Achterbahn war das. Fast drive. Nice drive. Good skills. Gut, gut. Ich mach nochmal so. Gut. Ruben auch. Komm. Soll ich schön Kaffee? Ja. Wenn sie auch einfach alle hängen. Ja. Weil die gehört haben, dass hier. Das Kleine hier. Bier ist. Das war ein R, der dicke Klöten. Wir haben den besten Platz, ne? Wart ihr einem Bären schon mal so nah? Nee, da bist du nicht. Krass, ne? Da, guck mal. Kommt. Hallo. Krass, ey. Einfach mit einem Bären. Hier bei der Bär. So, ein langer, langer Tag ist vorbei. Wir waren 9 Stunden unterwegs. Wie war die Jeep-Tour, Jungs? Ja, mega gut. Richtig erfolgreich. Haben viele Tiere gesehen, leider keine Leoparden. Der war im Gebüsch und man hat so ein bisschen den Schwanz halt noch gesehen und konnten übers Fernrohr ein bisschen was sehen. Ja. Party! Ja, aber es war wieder für so eine selbstgestrickte Tour wieder über unser Restaurant quasi. Haben wir da die Kellnerin gefragt und ja, ich kenne einen. Das war ihr Bruder. Sie so, ja, ja, macht nichts. Und dann hat sie kurz angerufen und dann gesagt so, hier, mein Bruder... telefoniert mal, wir haben WhatsApp-Nummern ausgetauscht, ein bisschen geschrieben, was er dafür haben möchte und zack, bumm, er hat uns abgeholt heute. Hat mega super funktioniert alles. Kurz mal was zutreten. Hat mal geknackt. Oh, ich hab einen Mückenstich, glaube ich, ist gerade passiert. Mach schnell jetzt, es kribbelt. Ja. Ja, also wir sind gut durch. Ja. Wir haben was viel erlebt und waren gerade noch lecker essen auf dem Rückweg, weil wir hatten so Hunger, wir haben nur gefrühstückt. Haben wir gerade unseren Fahrer Labour noch mal angehauen, dass er noch mal anhält, noch mal was im Magen gibt. Und jetzt gehen wir gleich ins Betty, duschen, den Dreck aus dem Gesicht waschen und sind müde und kaputt. Sehen uns ich sehe ganz braun aus. Sehen uns dann in Ella wieder. Ja, war ein super erfolgreicher Tag. Liebe Grüße an euch. Wow. Wow.